Keine große Personalsorgen zum Start. Bis auf Naby Keita, Manuel Mbom und Felix Agu sind alle Spieler fit. Das ist natürlich Neuzugang Senelinen, der sehr wahrscheinlich noch nicht in der Startelf spielen wird, aber in Köln sein Debüt für Werder feiern dürfte. Es ist davon auszugehen, dass Trainer Werner auf sein bewährtes 3-5-2-System setzt, für das alle Stammkräfte aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen. Mitchell Weiser könnte zunächst noch auf der Bank Platz nehmen, für ihn wäre Oliver Burke ein Kandidat. Viktoria Köln und Werder Bremen, zwei Vereine mit jeweils sehr, sehr großer Tradition, die sich aber noch nie direkt begegnet sind. Das Pokalspiel am Samstag wird das erste Duell zwischen beiden Clubs. Wenn ich das erzähle, kriege ich hier Gänsehaut. Und deshalb habe ich einfach Bock auf Bundesliga, Bock auf DFB-Pokal, Bock auf Werder.